am Mauri auf meiner Stimme. Das Album ganz frisch draussen ist, haben es noch nicht alle Leute gehört. Und irgendwie hat man noch nicht alle Meinungen müssen hören. Und so ist man fast so ein bisschen wie in einem Vakuum. Und dann kann man die Songs proben und die wachsen nachher auch live. Weil, wie soll ich sagen, Live-Songs nachher zu spielen, da kann man so ein bisschen anders machen. Und die bekommen ein ganz neues Kleid. Und das liebe ich total. Marc, du tust dort hier den Ton bei der dritten Strophe runterziehen. Ich kann das alleine machen. Ich bin zu dir gekommen, weiss auch schon wieso. Vielleicht tust du es ohne. Bei der Frau spielen so viele andere Sachen eine Rolle. Also bevor du überhaupt zur Musik kommst, spielt schon dein privates Umfeld eine Rolle. Bei mir, ich konnte das jetzt überschreiten. Aber am Anfang waren das für mich echt Momente, die manchmal brutal wehgetan haben. Wie irgendwie ein pickliger Journalist ist gekommen, hat gesagt, wer zu meinen Kindern schaut. Bist du ein sehr mutiger Mensch, oder wie? Sonst wärst du wahrscheinlich nicht daherkommen. Weisst du, man tut sich ja auch weiterentwickeln, also das wirst du auch so haben. Vielleicht vor 2 Jahren hast du noch ganz andere Pläne und Ziele gehabt. Und die waren für den absolut richtig. Das Schöne daran ist eigentlich, dass man sich eben offen lässt, dass du dich kannst weiterentwickeln kannst. Dann fahren wir weiter mit dem «Liebe kommt und Liebe geht». Ist gut? «Liebe kommt und Liebe geht». Niemand kennt den Weg, wo sie hergeht. Heimat vor Welt kann sie bezwingen. Liebt und verletzt, da nie Unterschied. Liebe. Im Moment würde ich mir wünschen, dass die Zeit fast ein bisschen bleiben stehen. Weil selten in meinem Leben, täuscht mich, ist so viel am richtigen Platz gewesen. Also von den Gefühlen her, von meinem Umfeld, von meiner Familie. Im Moment bin ich echt dankbar für die Situation, wie sie ist. Ich wär so gern.